bedeutet Stabilität für euch. Julia. Stabilität bedeutet für mich, jetzt schon Pläne für die Zukunft machen zu können. Ja. Oh, Alter, sorry. Es ist so, aber kannst du nicht mal das Fenster ausmachen? Ja. Okay, danke. Für mich bedeutet Stabilität, dass ich immer auf meine Familie und Freunde zählen kann. Stabilität bedeutet für mich, dass ich in einer demokratischen und transparenten Gesellschaft lebe. Stabilität bedeutet für mich, dass ich einen festen Job habe und das Geld, was ich verdiene, nicht plötzlich seinen Wert verliert. Hey. Ja. Hallo. Danke. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Stabilität bedeutet für mich, immer ein Dach über dem Kopf und genug zu essen zu haben. Wir haben eine Umfrage unter 255 Schülern im Alter von 10 bis 18 Jahren gemacht. Diese hat ergeben, dass das Wort Stabilität für Schüler sehr vielseitig ist. 93% der Befragten gaben an, dass Stabilität für sie bedeutet, einen festen, familiären und freundschaftlichen Rückhalt zu haben. Die zweitmeistgenannte Antwortmöglichkeit war, sicher sein zu können, dass man auch in Zukunft in einem sicheren Land leben kann. Mit 45% meinen überraschend wenige Schüler, dass Stabilität für sie bedeutet, dass das Geld nicht seinen Wert verliert. Und damit bis zum nächsten Mal.